Also ich bin jetzt hier im Rettungswagen. Ich versuche seit über 1,5 Tagen mir ein lebensnotwendiges Medikament wegen der Herzinfarkte zu besorgen. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich bin gerade Apotheke. Hauptbahnhof kollabiert oder so. Fühlt sich über alles taub an. Das E-Rezept ist das letzte und macht echt auch das wirklich, glaube ich, nicht einfacher. Dass das gesamte Gesundheitssystem das in den Patienten auslässt. Ich hatte 4 Herzinfarkte und 2 OPs. Und eigentlich sind das 5 Standardmedikamente, die man da kriegt. Und noch nicht mal die haben berlinweit keine einzige Apotheke vorrätig. Die fahren mich jetzt ins Krankenhaus, das war auch besser so. Weil also bis Montag ohne die Medikamente wäre ich vermutlich nicht mehr am Leben.